Ich, Christian Friedrich Hebbel, wurde im Jahr 1813 zu Wesselburen, einem kleinen Marktflecken in dem zum Herzogtum Holstein gehörigen und also... Es ist schon so, dass Hebbel ein Autor ist, der einen auch über Jahrzehnte hinweg fesseln kann. Neulich träumte ich mich ganz und gar in meine ängstliche Kindheit zurück. Mein Vater hasste mich. Auch ich konnte ihn nicht lieben. Jetzt musst du vor dem anderen sterben und wieder schmerzen. Das machst du sehr an mir. Doch all die bitteren Tränen, die ich weine, sind durch den einen Kuss vorausbezahlt. Alle Dramen handeln von schuldig werden und damit umgehen. Gestern Abend brachte das Hofburgtheater Meine Maria Magdalena. Unverkürzt und unverändert. Das Stück war eine Bildungsprobe für das Wiener Publikum. Heirate mich. Ich lebe nicht lange. Kauf Gift in der Apotheke. Stell's hin, als wär's für deine Ratten. Ich will's, ohne dass du auch nur zu winken brauchst, nehmen. Ich verlobte mich mit Fräulein Enghaus. Ich tat es sicher aus Liebe, aber ich hätte dieser Liebe Herr zu werden gesucht, wenn nicht der Druck des Lebens so schwer über mir geworden wäre, dass ich in der Neigung, die dies edle Mädchen mir zuwendete, meine einzige Rettung sehen musste. Und sie hat sich gewünscht, ja, die Judith zu spielen, und er hat sich gewünscht, sie kennenzulernen als berühmte Schauspielerin.